Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Wir sprechen über C# und heute sprechen wir über Kommentare. Jetzt haben wir gesehen, wie Kommentare ausschauen, ne? Und jetzt wollen wir das Programm, was wir das letzte Mal mit den Arrays und so weiter geschrieben haben, da wollen wir jetzt ein paar sinnvolle Kommentare drinnen unterbringen, dass wir sie auskennen, ne? Möchte ich kurz herzeigen, wie macht man so Kommentare üblicherweise? Nun, üblicherweise fängt man nicht einfach an zu programmieren, sondern da gibt es normalerweise einen Source Code Header. Da steht irgendwas drin. Und weil mehr drin steht, beginnen wir das, scheiße, das ist gleich alles grün, mit Schrägstrich Stern beginnt den Kommentar und Schrägstrich hört den Kommentar auf. Ja? Das brauche ich nicht, diese Sterndl da, das brauche ich nicht. Ja? Und jetzt schreiben wir das da rein. Ja? ArrayTest. ArrayTest, ja, dann schreiben wir vielleicht noch Autor. Bin in DVI. Meinen Namen müsste ich schon richtig schreiben. Scholwski. Bitte Scholwski. Servus. Autor Heinz Peter Scholwski. Date. Vielleicht machen wir es international, Englisch. Ja, wann haben wir das? 16.06.2022. Ja. Und History machen wir auch. Das ist 16.06.2022. Initial Creation V1.0. Vielleicht schreiben wir das nur, oder? V1.0 Initial Creation. Passt. Ja. Und wenn wir Änderungen haben, können wir dann hier dazu schreiben. Änderung V1.1, Grundänderung und so weiter, dann lebt dieser Header und wir können erkennen, was da los ist. Ja? Gut, also wie jetzt dieser Header aussieht, ja, aber das sind so typische Informationen, die da drinnen sein sollten. Ja? Vielleicht kann man auch mal Purpose dazu schreiben, Sinn und so weiter. Da gibt es, jedes Kommentar hilft üblicherweise. Ja? Man braucht keine Aufsätze schreiben. Aber zum Beispiel, wir schreiben mal einen Purpose. Demonstrate the possibilities of different array. Und jetzt, wenn es lang wird, schreiben wir in der nächsten Zeile weiter. Implementations and show their difference. Also, demonstrieren, verschiedene Möglichkeiten demonstrieren. Demonstrate of different array implementations and show their difference. Gut, ja, jetzt haben wir einen Sinn, auch. Passt. Ja, jetzt wissen wir, um was geht. Wir wissen es ja ohnehin, ja? Oder ich weiß es zumindest. Ja? Aber wenn jetzt dieses Programm irgendwer anschaut und sagt, das ist ja lauter Blödsinn, das macht ja gar nichts. Ja? Doch, es macht etwas, es hat nur hergezeigt, was möglich ist. Ja? Sagt, ah, so, nein, das interessiert mich eigentlich nicht, passt, mache ich das nächste Programm auf. Ja? Sieht man schon im Kopf, braucht man sich nicht überlegen, was da unten noch steht. Ja? Und jetzt schreiben wir da daneben, ja? Warum haben wir das geused zum Beispiel? For ArrayList. Ja. Used for ArrayList. Ja. Passt. Oder? Variables. Print status of variables. Jetzt schreibe ich das leider auf Englisch. Ja, kann man auf Deutsch natürlich auch schreiben, was ich da reinschreibe, ist nämlich vollkommen egal. Ja? Aber es soll einfach zeigen, dass ich mich dann besser auskenne. Ja? Und was schreibe ich da jetzt? Was machen wir da? Ja. Fill two dimensional arrays with fake data. Oder Dummy, let's say, it's not fake data, it's Dummy. It's
Jetzt spreche ich schon Englisch weiter. Es ist keine Fake-Daten sind da nicht drinnen, sondern einfach irgendwelche Dummy-Daten, irgendwelche Stellvertreter. Und da schreiben wir jetzt wieder print status of variables. Ist gut. Show content, also den Herzer of field Zahl. Da auf Field Werte. Show Content of Field Dynamic. Das hilft auch immer, sogar wenn es dort steht, dann hilft das, das soll ich gar nicht mehr machen. Ja? Also das ist, ist das wirklich so einfach, wie es da steht? Oder hat sich da jemand etwas gedacht, was ich jetzt nicht verstehe? Nein, da steht sogar der Kommentar, Herst, das macht nur das. Okay? Also sogar so etwas hilft. Ja? Und da unten schreiben wir dann noch manipulate data of field dynamic. Also wir manipulieren jetzt Dynamik. Wir manipulieren jetzt die Daten in diesem Feld, ja, und dann zahlen wir es wieder. Wunderbar. Jetzt haben wir das kommentiert. Ja. Jetzt kann man sich hoffentlich besser auskennen. Gut, das sind also Kommentare. Kommentare sind einfach zu verwenden. Das zeugt von gutem Programmierstil, dass man halt das Programm so hinterlässt, dass sich jemand anderer auch auskennt. Oder das Programm, wenn ich es öffne in einem Jahr, dass ich mich auch noch drinnen zurechtfinde. Das ist der Sinn von Kommentaren. Stern tut's nicht, funktioniert tut's nach wie vor genauso. Wenn wir da auf Play drücken, hat sich nichts geändert. Ich habe nur die Kommentare hinzugefügt und das war's. Ja? Oder nicht? Doch. Ja? Komisch. Manchmal macht's komische Sachen. Passt. Gut, ja, das also Kommentare. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, da unten ist was ich doppelt mache, nämlich das da, Bug, das Ausgeben, da, das passiert hier doppelt. Und immer wenn man solche Sachen hat, dann kann man auf die Methode der Methoden zurückgreifen, auf die Programmiermethode der Methode. Was eine Methode ist, wie man die programmiert, das werde ich das nächste Mal im nächsten Video erklären kurz. Und nachher werden wir die Sachen da ein bisschen ändern und werden das in eine Methode hineinschreiben. Dann sehen wir schon, das hat vielleicht einen Sinn. Hat vielleicht einen Sinn? So machen wir das. Passt. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.